Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe hier einen frischen Tee. Heieiei, heiß, sehr, sehr frisch. Und wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Viel Spaß. 5. November, es ist immer derselbe Tag, oder? Hier ist wieder Connor. Hi Connor. Kleine Androiden. Connor, du darfst hier nicht sein. Scanne die Gesichter. Wie soll ich die scannen? Ziel abgewandt. Negativ. Jimmy. Negativ. Scheiße. Bist du das? Ich dachte, Androiden dürfen hier nicht rein. Tja, ich bin ein Ermittler. Los. Gary Christopher. Okay. Wer bist du? Bist du der, der ich suche? Graham Jonah. Willst du einmal ausgehen? Da habe ich mir gedacht. Der ist hier nirgends. Dann kann das nur noch der sein, den ich noch nicht scannen konnte. Geh mal hier wieder raus. Geh bitte wieder raus. Ihn hier kann ich nicht scannen, oder? Da ist er. Kumpel. Stell dich vor. Hi. Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die 5. Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein CyberLife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Nein, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastikarschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Bitte, hören Sie jetzt auf zu trinken und kommen Sie mit mir mit. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Verzeihung, Lieutenant, ich muss darauf bestehen. Meine Anweisungen verlangen, dass ich sie begleite. Weißt du, wo du dir die Anweisung hinstecken kannst? Die sehen alle wie Schauspieler aus, so ein bisschen, ne? Der erinnert mich auch an den Schauspieler hier. Oh mein Gott. Entschuldigen Sie, Lieutenant. Oh. Ich wollte Sie nicht stören. Ich warte draußen auf Sie. Okay. Ich habe zu lange überlegt. Sagtest du Tötungsdelikt? Na, packt ihn doch die Arbeitsehre. Oh. Ein neuer Tatort. Du wartest hier. Dauert nicht lang.
Entschieden, diplomatisch. Ich habe Anweisungen, Sie zum Tatort zu begleiten, Lieutenant. Hör zu, ich gebe einen Scheiß auf deine Anweisung. Ich hatte gesagt, warte hier. Also halt einfach die Klappe und warte hier. Ach Manno, ich bin gut an Tatorten. Folge Leutnant Anderson. Joss Douglas für Kanal 16. Können Sie bestätigen, dass es Mord war? Ich bestätige hier gar nichts. Ich wusste noch einmal, dass er... Haben Sie was gesagt? Typisch, die Idee. Sie sagen eigentlich gar nichts. Androiden haben hier keinen Zutritt. Was? Er gehört zu mir. Aha. Welchen Teil von Red und Auto hast du nicht verstanden? Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Klar. Guten Abend, Hank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden, hm? Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Geht nach, hat der Vermieter an. Sein Mieter war mit den Zahlungen im Rückstand. Er dachte, er sieht mal nach, was los ist. Und da fand er die Leiche. Oh je. Oh, Himmel, dieser Gestank. War noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Hey. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seinen Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Ich brauche mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Ach, das Zeug. Red Eyes. Oh Scheiße, was zur Hölle machst du da? Ich analysiere das Blut. Ich kann Proben in Echtzeit prüfen. Tut mir leid. Ich hätte sie warnen sollen. Okay, nur nimm keine Beweise mehr in den Mund, verstanden? Verstanden. Verflucht, ich glaub das alles nicht. Carlos, 89 Tage oder was stand da? Ist ganz schön lange tot. Die Buchstaben sind perfekt. Viel zu sauber. Kein Mensch kann so schreiben. Ja, das hat man doch schon. Chris, ist das da das Blut des Opfers? Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Darf ich mal gucken? Entschuldigung, ich muss da mal ran. Club Eden. Red Eyes. Unser Freund Carlos hat gerne gefeiert. Okay. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Da sitzt es nämlich doch da hinten ran. Wird erledigt, Lieutenant. Ach. Hey Mike, bist du fertig mit den Proben?
Ey. Tot, da geht's, glaube ich, nicht. Ja, das war das erste. Hab ich das jetzt schon? Mit Eis. Achso, das ist das, was er. Das Stichwunde. 28 Messerstiche, vor mehr als 19 Tagen verstorben. 28. Vorstrafen, Diebstahl und schwere Körperverletzung. Okay. Opfer stürzte hier, okay. Aha. Sie kam aus der Küche. Und wo ist das? Achso, das Messer haben wir ja. Aus der Küche kann ich kann mal nicht weiter rum. Okay. Hier kann ich auch nicht weiter rum. Oder erstochen. Okay, und dann hat er versucht wegzukrabbeln. Ist über die Flaschen gestolpert. Und dann wurde er so richtig erstochen. Hey. Aha. Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Cyberlife. Okay. Ja, das war's. Schrank haben wir geschaut. Gehen wir zurück. Hä, wieso ist hier schon Blut von dem? Der ist doch erst dahinter gestochen worden. Ist er hier auch schon nochmal? Ist noch mehr Blut. Da unten. Bleibt er rechts jetzt nicht hier? Er sollte von einer halben Stunde hier sein. Okay, das ist der Zeichen eines Kampfes. Er ist unterwegs. Er kommt bestimmt gleich. Drogen und heiße Mädels, okay. Tja. Millionen Androiden, also mehr als Menschen. Interessant. Baseballschläger. Die sind auch von dem. Okay.
Mysterium. Also wahrscheinlich die Legierung von dem Androiden. Nun dann. Warum geht's nicht? Wir müssen erstmal vor. Ich kann gar nicht weiter, wenn ich die nicht mitnehme. Die. Okay, verstehe. Also der war scheinbar hier einfach nur besoffen, oder? Hier ist niemand sonst. Abweichler. Ach, hier ist der. Okay. Aber da wurde der ja schon bedroht von dem. Der hat sich nur verteidigt. Emotionaler Schock. Krass, der hat den. Aber dann sticht er den doch nicht 28 Mal nieder. Nee, noch nicht. Uns fehlt ja noch eins. Geh mal ein Stück hier raus, dass ich die Kamera bewegen kann. Uns fehlt noch was. Wir haben erst 9 von 10. Hier. Und hier war auch noch was. Ist er zum Fenster raus, oder wie? Ich gehe außenrum, Officer. So, hier war noch irgendwas. Öffnen. Hä? Größe 10. Die Tür war von innen verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein, auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Ich soll den Bericht erstatten. Wo ist er denn hin? Schnucki. Hier? Hallo? Red mal mit mir. Oh, sprechen. Das ist auch so eine Sache, so eine Controller-Geschichte hier. Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz ohr. Alles begann in der Küche. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Stach auf das Opfer ein. Der Android stach auf das Opfer ein. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja. Und was geschah dann? Das Opfer floh dann ins Wohnzimmer. Ins Wohnzimmer. Aber warum hat der nicht aufgehört? Er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Mit dem Messer.
Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Nee. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Therium. Er verlor was? Therium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Ja. Das gefällt Hank. Der ist in dem, zur Küche, da in dem Fenster ist er raus. Tachchen. Da. Suche nach blauen Blutspuren. Wieso will der ständig, dass ich das lese? Oder ist es einfach bei den Büchern so? Okay, Sex mit Androiden. Alles klar. Hier ist doch blaues Blut. Guck mal. Hier. Ins Wohnzimmer. Hier lang. Hier hin. Und dann ist hier keins mehr. Entschuldigung. Das ist nur hier. Da. Hier. Hier ist irgendwas. Wurde benutzt. Jetzt wäre ich noch da, ne? Ich bin erschrocken. Was zum Klettern finden? Zwanghaftes Schreiben. Okay. Von dem Android? Was zum Klettern. Da ist er aber auch hingetropselt. Ein Stuhl. Guck mal hier, kann ich den nicht mitnehmen? Nehmen. Hey, was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Genau, oh. Lass mich arbeiten. Dann überprüf mal schön. Wie wiegt wohl so ein Android?
Scheinbar nicht allzu viel, wenn so ein Stuhl den aushält. Da ist er. Oje, ich versuche mal, was ist. Ich kann mich hier kaum umsehen, geschweige denn irgendwie suche nach dem Abweichler. Ich habe ihn doch schon gefunden, der ist hier hinter dem Vorhang. Gehen wir ein Stück weiter. Connor hat gar keine Angst. Das ist doch nicht der Helm. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Oh je. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant. Ach du Scheiße. Chris, Ben, schwingt sofort eure Ärsche hier ein. Na los. Der arme Connor, ey, der muss immer wieder solche Entscheidungen treffen. Der tut mir so leid. Wir haben richtig viel geschafft. Richtig, richtig viel. Wup, wup. 75%, naja, immerhin. Draußen warten. Na gut, ich hätte ihm können noch den Drink ins Gesicht schütten oder ihm einen neuen spendieren. Hier unten. Messer analysieren. Blut an der Wand. Das habe ich ja gemacht. Dusche überprüfen. Da hätte ich wahrscheinlich noch mehr machen können im Bad. Schriftzug, Statue. Okay, ich habe es richtig rekonstruiert. Connor weiß, was passiert ist. Was ist das hier unten für ein Strang? Rekonstruieren, aber hier ist auch noch irgendwas. Aber hätten wir es dann nochmal machen können? Okay, ihr Lieben, an der Stelle, ich bin mega baff von dem Spiel. Vielen Dank nochmal an meinen Bruder, Grüße gehen raus. Super Geschenk. Ich hoffe, der Speicherstand hält. ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bye, bye.